Die Triathlon-Bundesliga in meiner Saisonplanung ist eigentlich immer, es sind gute Testwettkämpfe, um zu sehen, wo man steht. Und es ist immer, ja, es sind immer richtig gute Leute auch vor Ort. Auch zum Beispiel morgen startet Rachel Klamer, wo man sich gegen die Top-Weltspitze ja, testen kann, ohne den Druck, den man bei WTS-Rennen oder Weltcups direkt hat. Es macht erstens richtig Spaß, einfach im Team zu starten. Es ist ein bisschen ein anderer Fokus, wie wenn man international startet, wo es im Endeffekt hauptsächlich um den eigenen Erfolg geht. Hier ist im Endeffekt das Team im Vordergrund und ja, mit Buschütten auch mit einer Rachel Klamer, einer Andrea Hewitt an der Startlinie stehen zu können und von denen auch lernen zu können, wie bereiten sie sich vor dem Rennen vor, um das alles direkt zu sehen. Und sonst auch, es ist einfach toll, irgendwie zu Hause Wettkämpfe machen zu können, auch wenn ich gerade nicht in Deutschland wohne. Und die Zuschauer sind auch immer toll. Also die Atmosphäre ist immer super. Man darf gegen die nationalen Nachwuchsathleten auch starten, was ich auch immer extrem toll finde, um zu sehen, okay, wie sieht es denn in der Zukunft aus? Wer kommt denn da durch? Das, ja, macht einfach Spaß. Kraichgau war bis jetzt die letzten 2 Jahre immer nach so einer längeren Laufpause. Also letztes Jahr war es, glaube ich, irgendwie 1 Monat, 1,5 Monate nach einer 3-monatigen Laufpause. Das heißt, es war so ein ziemliches, ja, mal sehen, was passiert. Dieses Jahr ist es im Endeffekt auch mein erstes richtiges Rennen dieses Jahr. Also mal schauen, wie die Form aussieht. Aber es hat immer richtig viel Spaß gemacht. Und ja, vor 2 Jahren hat es beim Radfahren ziemlich angefangen zu regnen. Mal schauen, ob hier morgen auch wieder Gewitter vor Ort sind. Aber ja, es hat jetzt immer echt Spaß gemacht und war auch extrem professionell organisiert. Und auch mit der Verbindung mit Ironman, das hat immer echt gut funktioniert. Ich meine, das Ziel ist natürlich, oder muss Meistertitel halten sein. Und ja, ich glaube, das ist auch so die Erwartungshaltung. Wir haben morgen auch wieder ein ganz gutes Team am Start. Und ja, wie schon gesagt, wir haben echt Top-Athleten auch immer dabei. Und es macht auch immer echt Spaß, mit denen starten zu können und von denen auch wirklich lernen zu können.